Wir Jusos, liebe Genossinnen und Genossen, waren in diesen Punkten immer schon einen Schritt weiter als die SPD. Das lag auch daran, dass wir uns nicht an Einzelfragen der Gesellschaft abgearbeitet haben. Wir haben uns nicht als Optimierer des Systems verstanden, sondern das System auch immer in Frage gestellt. Den Blick auf die grundlegenden Konflikte haben wir nie verloren. Wir haben uns nie gewundert, dass es Gegenwind zu unseren Forderungen gab. Denn wir wissen, sie stehen gegen mächtige Interessen in dieser Gesellschaft. Wir haben aber auch nie davor zurückgeschreckt, für unsere Forderungen zu kämpfen. Und unsere Aufgabe ist es deshalb auch immer wieder ganz konkret Alternativen für eine gerechte Gesellschaft zu benennen. Und dabei aber den Blick für das Ganze nicht zu verlieren. Wir wissen, dass wir in einem System leben, in dem die Verwertung des eingesetzten Kapitals und nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Deswegen wollen wir ein anderes System. Wir wollen den demokratischen Sozialismus. Das ist für uns mehr als ein Lippenbekenntnis, sondern tägliche Herausforderung. Und diese Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen, fordert von uns als Verband entschiedenes Handeln. Wir Jusos sind auch nicht mehr Regierungsjugend, zumindest nicht im Bund. Das kann und wird auch nicht an uns spurlos vorübergehen. Auch wir müssen um neues Vertrauen werben. Diejenigen in unserer Gesellschaft, die eine gute, gerechte Gesellschaft und damit weniger soziale Ungleichheit wollen, das sind unsere natürlichen Bündnispartner. Darum haben wir in den vergangenen Jahren unsere Doppelstrategie mit Franziska an der Spitze wieder mit Leben gefüllt. Ich möchte, dass wir das fortsetzen. Wir Jusos mussten dabei in der Regierungszeit häufig die Kritik unserer Bündnispartner ausbaden oder breite Gräben notdürftig überwinden helfen. Immer im Wissen darum, dass die SPD nur wieder stark werden wird, wenn sie bündnisfähig ist. Und wenn die SPD die Stimme der Gewerkschaften jetzt wieder ernst nimmt, dann sollten wir das unterstützen. Mir ist das auch ganz persönlich ein Anliegen. Gerade in einer Zeit, in der die Bundesregierung massive Angriffe gegen die Beschäftigten fährt, müssen wir noch stärker zusammenhalten. Und durch meinen Beruf weiß ich, viele junge Gewerkschaftsmitglieder teilen unsere Überzeugung. Deshalb sollten auch wir in den kommenden Monaten verstärkt das Gespräch suchen. Mit den Jugendauszubildendenvertretungen vor Ort und natürlich mit unseren Verbündeten bei den Gewerkschaften. Wir machen uns stark für eine Arbeiterjugend, die zusammenhält und gemeinsam ihre Interessen vertritt. Wir machen uns stark für eine Jugendlinke, die soziale Gerechtigkeit will. Und wir kämpfen im Verbund mit den Gewerkschaften dafür, dass die Angriffe auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitslose durch Schwarz-Gelb abgewehrt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind ein sozialistischer, aber auch ein feministischer Richtungsverband. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in dieser Gesellschaft ist für uns deshalb auch eine Richtungsfrage. Und wir wissen, dass Männer und Frauen noch längst nicht gleichberechtigt sind und das Patriarchat kein Zufall ist, sondern Methode. Gleichstellung ist für uns aber nicht nur ein gesellschaftliches Ziel. Wir müssen sie auch in unserem Verband leben. Und da sind wir trotz aller Bemühungen noch längst nicht so weit gekommen, wie wir uns das wünschen. Noch immer finden weitaus mehr junge Männer als junge Frauen den Weg zu uns. In einigen Regionen finden sich kaum aktive Frauen in unserem Verband. Und seien wir mal ehrlich, hätten wir die Quote nicht, wäre bestimmt der ein oder andere Vorstand nur mit Männern besetzt. Das ist aber nicht der Verband, den wir uns wünschen, liebe Genossinnen und Genossen. Wer Gleichstellung in der Gesellschaft will, der muss im eigenen Verband damit anfangen.
Liebe Genossinnen und Genossen, diejenigen, die da jetzt gerade mitten vor mir sind, Entschuldigung, lieber Sascha, die gerade da hinten sozusagen da sitzen, bitte jetzt mal die Gespräche einstellen oder nach draußen verlagern. Vielen Dank. Zum Thema Gleichstellung haben wir noch viel Arbeit vor uns. Und ich sage euch, der Bundesverband wird seinen Teil dazu beitragen, auch im kommenden Jahr und auch darüber hinaus, dass wir zu mehr Gleichstellung in unserem Verband kommen. Wir werden den Arbeitsgemeinschaften Arbeitshilfen geben. Wir werden einen großen Kongress im Oktober in Frankfurt veranstalten, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Und wir werden auch die Bildungsangebote für junge Frauen noch einmal aufstocken. Dazu, das versichere ich euch, werden wir auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Und ich kann euch auch sagen, die Partei hat bereits signalisiert, dass sie uns dabei auch finanziell unterstützen wird. Ich finde, das ist ein gutes Signal. Liebe Genossinnen und Genossen, vor 40 Jahren ist Willy Brandt im ehemaligen Warschauer Ghetto vor den Opfern des Nationalsozialismus auf die Knie gefallen. Dieser Kniefall bedeutete den Beginn der Aussöhnung mit den Nazi-Opfern und den Beginn des europäischen Integrationsprozesses. Wir sind stolz darauf, dass Willy Brandt stellvertretend für alle Deutschen Schuld eingestanden und deutlich gemacht hat: Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Wir werden das niemals vergessen. Liebe Genossinnen und Genossen, 60 Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus marschieren wieder Rechte durch unsere Städte. Sie skandieren ihre Parolen, sie verbreiten Angst und Gewalt. Am 1. Mai in Berlin wollte der rechte Mob die Straße wieder für sich reklamieren. Viele Bürgerinnen und Bürger im Bündnis mit der Antifa, mit Parteien, mit uns Jusos und vielen Organisationen haben sich den Rechten erfolgreich in den Weg gestellt. Das war ein wichtiges Zeichen für die Demokratie und eine wache Zivilgesellschaft. Die Nazis hatten in Berlin keine Chance, und das ist gut so, liebe Genossinnen und Genossen. An den friedlichen Straßenblockaden der Bürgerinnen und Bürger hat sich auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, beteiligt. Die anschließende Kritik der Konservativen war einhellig. Rechtswidrig sei sein Verhalten und er solle zurücktreten, so die Stimmen aus der CDU. 40 Jahre vorher, nach Willy Brandts Kniefall, waren die Reaktionen der Konservativen ähnlich harsch. Das Friedenssymbol würde für übertrieben erklärt oder als Kotau vor unseren europäischen Nachbarn verunglimpft und Brandt offen dafür angegangen. Liebe Genossinnen und Genossen, welches Recht nehmen eigentlich Konservative in unserem Land für sich in Anspruch, die Partei, die mit Willy Brandt die Aussöhnung in Europa eingeleitet hat, für ihren Antifaschismus zu kritisieren? Und welches Recht haben eigentlich Konservative, die 1933 schon mit Hitler im Bett lagen, die Partei zu kritisieren, die mit Otto Wels unter Lebensgefahr noch letzten Widerstand im Reichstag geleistet hat? Und wann werden die Konservativen endlich lernen, dass der Kampf gegen Nazis keine Demonstrationsfolklore ist, sondern ein Gebot unserer Geschichte? Die Konservativen haben kein Recht dazu, uns zu kritisieren, liebe Genossinnen und Genossen. Denn sich der deutschen historischen Verantwortung bewusst zu sein, bedeutet, sich den Nazis überall und jederzeit entgegenzustellen. Und da werden wir Jusos weiter vorne mit dabei sein. Kein Fußball den Faschisten, liebe Genossinnen und Genossen.